Hallo, mein Name ist Lenny. Eigentlich rede ich nicht so gern über mich selbst und ich weiß auch gar nicht wirklich, was ich hier gerade mache. Wieso ich genau euch von meinem Plan erzähle. Aber wie ihr sicher wisst, ich bin der Freund von Emma. Du weißt schon, Emma Potter von Hanford & Bagley mit den 5 Kindern. Ja, und wieso ich mich ausgerechnet in eine Frau mit 5 Kindern verlieben musste, weiß ich auch nicht genau. Aber ihre Kinder sind großartig. So wie sie. Und heute werde ich ihr zeigen, wie viel sie mir bedeutet. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 26. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Wie ihr im Intro schon gesehen habt, heute ist ein ganz besonderer Part. Denn heute sind wir einmal nicht bei unserer Familie Potter, sondern wir spielen mit Lenny. Lenny ist ja der feste Freund von Emma und ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch jetzt fragt, was ist ihr Plan? Oder ihr fragt es euch nicht, weil ich es schon im Thumbnail verraten habe. Das kann ich zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall seid gespannt. Wenn alles nach Plan läuft, wird es ein sehr ereignisreicher Part. Bevor wir reinstarten, kommt jetzt noch die allerletzte Erinnerung an meinen 10-Stunden-Stream. Und zwar findet dieser an diesem Sonntag auf Twitch statt. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Spiele, Gewinnspiele und auch Challenges geben. Also folgt mir am besten gleich schon mal auf Twitch. Ich freue mich schon auf euch. Aber gut, dann starten wir jetzt in den Part hinein. Und hier sind wir jetzt bei der Familie Shaw. Ich habe die Nacht jetzt einfach mal durchgespielt oder, um ehrlich zu sein, einfach durchgeskippt. Es ist nämlich einfach die stressigste Familie der Welt. Also, wir haben hier Lavina Shaw, die jetzt anscheinend doch wieder Bürgermeisterin ist. Ich verstehe nichts mehr. Dann haben wir Ted Shaw, also ihren Mann. Dann gibt es noch den Sohn von Lavina Raoul. Er ist ja der Vater von unserer Rose und unserem Jared. Dann haben wir noch unseren Lenny, um den sich der heutige Part drehen wird. Dann Avery. Dann gibt es noch Manuel und Florian und Jonas. Also wie ihr seht, in diesem Haushalt ist alles unglaublich verwirrend, deshalb möchte ich mich gar nicht zu lange hier in diesem Haus aufhalten. Und zwar, was ich für heute geplant habe, ist, dass Lenny gemeinsam mit Emma einen Ausflug macht. Und zwar werden die beiden nach Mount Comeraby fahren, also dorthin, wo Emma eben aufgewachsen ist. Wenn ich mich richtig erinnere, geht das über das Telefon. Meine Sims fahren tatsächlich gar nicht so oft in den Urlaub. Reisen? Urlaub nehmen? Oh nein, wir nehmen ganz sicher niemanden aus dem Haushalt mit. Absolut niemanden. Wir nehmen nur Emma mit. Okay, das scheint schon mal sehr gut zu funktionieren. Oh mein Gott, die Kinder schreien, die Katze miaut. Alle reden durcheinander. Gut, dass wir jetzt von dieser Familie wegkommen. Und zwar reisen Emma und Lenny gemeinsam nach Mount Comeraby. Ich habe dafür extra ein neues Mietobjekt platziert. Das ist aus der Galerie. Es nennt sich einfach Snowy Escape und ist eigentlich ein Wohnhaus. Aber es hat mir so gut gefallen, dass ich es hier jetzt so platziert habe. Es kostet insgesamt 852. Das ist in Ordnung. Die Familie Shaw hat zum Glück etwas Geld. Zumindest mehr Geld als Emma. Und ich hätte gesagt, wir bleiben für 2 Tage da. Meiner Meinung nach wäre es ein bisschen unrealistisch, wenn Emma jetzt ihre 5 Kinder ganz allein zu Hause lässt. Deshalb hätte ich einfach gesagt, wir tun so, als wären die 2 ganz Kleinen bei ihren Eltern, also bei Scarlett und Haru. Die wohnen ja ohnehin nicht so weit weg, oder dass Scarlett und Haru in der Zwischenzeit bei ihr im Haus leben und eben auf die Kinder aufpassen. Perfekt, hier sind wir und es schneit. Oh, ich mag Mount Comeraby. Gut, dann kannst du Emma jetzt gleich mal begrüßen. Und zwar werden wir sie gleich mal küssen. Das mit dem Nicht-Kokett finde ich wirklich sehr irritierend. Aber ja, dann werden wir einmal über den Schnee sprechen. Und ich hoffe, sie freut sich. Also sie scheint zumindest sehr, sehr glücklich zu sein. Dann werden wir ihr eine dramatische Geschichte erzählen und einfach erzählen, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass wir eben mit ihr dorthin fahren. Perfekt, dann können sich erst die beiden hier auch gleich mal gemütlich machen. Es ist so seltsam, dass Emma einfach hier ist, aber ich kann sie nicht steuern. Ich bin übrigens schon sehr gespannt, was ihr von der Idee haltet, dass ich gerade nicht mit unserer Familie Potter spiele. Also, ob ihr die Idee gut findet oder ob ihr sie blöd findet, schreibt mir die Meinungen dazu sehr gern in die Kommentare. Ich habe mir gedacht, wir brauchen vielleicht mal ein wenig Abwechslung.
Und deshalb machen wir das jetzt ganz einfach so. Wenn man hier die Treppe raufgeht, gibt es hier den Eingang. Hier ist tatsächlich ein Drehfußballtisch. Dann können die beiden gleich mal spielen. Dann gibt es hier noch einen wunderschönen Wohnbereich, eine Küche, ein Badezimmer. Und hier unten gibt es noch eine heiße Quelle. Das finde ich besonders cool. Und hier eben das Schlafzimmer für die beiden. Und hier wären sogar noch zwei Schlafzimmer. Also wir hätten rein theoretisch zumindest zwei der Kinder mitnehmen können. Aber ich habe mir gedacht, Emma braucht vielleicht auch mal ein bisschen Zeit für sich. Ich glaube, Emma ist tatsächlich am Gewinnen. Also auf jeden Fall sieht sie ein wenig begeisterter aus als Lenny. Aber vielleicht ist Lenny einfach nervös. Er hat heute immerhin noch etwas Großes vor. Oh ja, er hat eindeutig verloren. Emma ist eindeutig am Gewinnen. Eigentlich, wenn wir schon mal hier sind, könnten die beiden jetzt auch ein bisschen Skifahren gehen. Oh nein, sie gehen Schlitten fahren. Das ist noch viel süßer. Sie gehen fortlaufend zusammen Schlitten fahren. Und jetzt schreibt uns Leo. Ich habe gehört, dass du dich mit Emma triffst. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Freundin. Also Leo ist ja der Bruder von Emma. Ich wusste gar nicht, dass die sich kennen. Die verstehen sich sogar ziemlich gut. Die sind befreundet. Und jetzt sind die beiden hier am Schlitten fahren. Oh no, sie sind einfach umgefallen. Ich hoffe, es hat ihnen trotzdem gefallen. Irgendwie hat das alles ewig gedauert. Und jetzt ist es schon Mittag. Und wir haben heute noch sehr, sehr viel vor. Oh, er will immer weiter Schlitten fahren. Aber nein, wir hören jetzt auf damit. Dann kannst du eigentlich deine Freundin nochmal küssen. Dann wird er ihr jetzt in aller Öffentlichkeit seine Liebe gestehen. Und dann wird er sie einmal küssen. Und er hat Hunger und sie hat Hunger. Und wer bist du? Ich möchte dich nicht. Eliza Pancakes. Wer sollte sich sonst in ein Gespräch einmischen als Eliza Pancakes? Wow. Okay. Ist sie schwanger? Oh Gott, die Pancakes-Familie erweitert sich. Aber gut. Jetzt waren die beiden eben Schlitten fahren. Es war zwar nicht sonderlich lang, aber ich glaube, es hat ihnen trotzdem Spaß gemacht. Und jetzt kann Lenny für die beiden gleich mal ein Mittagessen kochen. Naja, er kann nicht so wirklich kochen, aber das ist ja egal, die Geste zählt. Und zwar wird er jetzt, oh, das ist so ungewohnt, dass wir so viel Auswahl haben. Eigentlich könnten die beiden auch zusammen kochen. Ich glaube, das wäre süß. Und zwar kochen sie Onigiri. Warum nicht? Das passt gut, dann kochen die beiden jetzt gemeinsam Onigiri. Und wenn er in ihrer Nähe ist, fühlt er sich auch absolut kokett, obwohl er ja eigentlich ein nicht koketter Sim ist. Also hier haben wir anhaltend kokett. Wow, er fühlt sich kokett wegen der Heizung. Und jetzt hat er sich in die Finger geschnitten. Er ist nicht der beste Koch, aber das wussten wir ja bereits. Aber ich finde es unglaublich süß. Oh, jetzt haben sie auch noch verschneite Urlaubserinnerungen, weil sie zusammen hier in Montgomery sind. Oh. Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig. Emma kann eindeutig besser kochen als er. Und jetzt sitzen sie hier und essen zusammen Onigiri. Oh, ich finde es so unglaublich süß. Ich freue mich so für die beiden. Also Emma und Lenny scheinen miteinander wirklich glücklich zu sein. Jetzt haben sie noch eine gemeinsame Stimmung. Ah, wegen dem Zusammenkochen. Alles klar. Sie stinkt jetzt ein bisschen und ich kann sie leider auch nicht in die Dusche schicken. Hä? Warum ist er jetzt traurig? Geteiltes Leid. Wegen Verbundenheit zu jemandem, der sich schlecht fühlt? Wenn Lenny miterlebt, dass sein Geschätztes ihm leidet, macht ihn das traurig. Ich habe keine Ahnung, warum sie traurig ist, aber Lenny, räum einfach mal auf. Vielleicht geht sie jetzt ja duschen und dann geht es ihr schon besser. Zumindest geht sie mal auf die Toilette. Ich hoffe, sie kommt von selbst auch auf die Idee, dass sie baden gehen könnte. Perfekt, Emma ist gar nicht so unselbstständig, wie ich dachte. Lenny kann inzwischen hier ein bisschen Ordnung machen. Und dann könnten wir eigentlich hier den Kamin anzünden. Aber ich speichere zur Sicherheit vorher. Ich habe nämlich schlechte Erfahrungen gemacht mit Kaminen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber Kamine und so Feuerstellen setzen bei mir in Sims grundsätzlich immer alles in Brand. Und ich möchte nicht, dass Lenny und Emma heute sterben. Dann werden wir sie jetzt einmal liebevoll umarmen. Mittlerweile ist sie leider auch unglaublich müde, aber wir können sehr bald schlafen gehen. Ich wollte eigentlich, dass sie beim Feuer bleiben, aber irgendwie möchten sie nicht. Dann werden wir jetzt noch einmal ihre Wange küssen. Oh, sie sind schon unglaublich süß zusammen. Und jetzt werde ich bald das machen, wegen dem ich eigentlich hergekommen bin. Und zwar wird Lenny Emma jetzt einen Heiratsantrag machen. Ich hoffe sehr, dass sie ihn annimmt, aber wir werden sehen, was passiert. Oh, sie nimmt an.
Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben. Lenny und Emma sind verlobt. Sie sind einfach verlobt. Ich meine, natürlich hatte ich es geplant, aber irgendwie habe ich doch nicht damit gerechnet. Keine Ahnung. Gut, dann können sie sich noch einmal küssen. Und ich glaube, dann werden sie ihre nagelneue Verlobung hier mit einem Techtelmechtel feiern. Und das Wasser wird sofort schmutzig. Irgendwie ist das schon ein bisschen ekelhaft. Aber okay, wenn sie das so möchten, dann möchten sie das so. Ich habe damit natürlich nichts zu tun. Hol die Kerzen raus, sorge für Romantik. Lenny hat das erste Techtelmechtel. Das habe ich im letzten Part ja noch gesagt. Ich glaube, er hat einfach bisher kaum Erfahrungen in diese Richtung mit anderen Sims gemacht. Haben sie jetzt noch eine Stimmung miteinander? Ach so, verlobt. Schwer verliebt in einem Winterwunderland. Lenny hat sich auf den zauberhaften, verschneiten Hängen des Mount Komorebi sogar noch mehr in Emma verliebt. Oh mein Gott, ist das süß. Die beiden sind so unglaublich zuckersüß miteinander. Und hier steigen sogar Herzen aus dem Wasser auf. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass sich einige von euch jetzt fragen, was macht sie da gerade? In der 100 Baby Challenge darf kein anderer erwachsener Sim mit in den Haushalt einziehen. Ja, ich weiß das. Und ich habe ja auch nie gesagt, dass es so weit kommt, dass die beiden zusammen leben. Also ihr könnt euch jetzt vermutlich schon vorstellen, was ich geplant habe. Mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen. Aber natürlich, wenn ihr Ideen für die Storyline habt, könnt ihr sie mir immer sehr gerne in die Kommentare schreiben. Aber an dieser Stelle werden die beiden jetzt ins Bett fallen. Und ja, sie werden jetzt hier gemeinsam schlafen gehen. Also eigentlich wird Lenny schlafen gehen und ich hoffe, dass Emma hier nicht ertrinkt, sondern auch irgendwann früher oder später ins Bett geht. Und an dieser Stelle habe ich mir gedacht, ich werde jetzt den Haushalt wieder wechseln und werde zurück zu unserer Familie Potter gehen, also zu den Kids, die eben alleine zu Hause geblieben sind. Und hier sind wir jetzt bei der Familie Potter. Lustigerweise ist hier eine Teenagerin gespawnt und die werden wir jetzt einfach gleich mal ansprechen. Das ist die Janet. Sie scheinen sich nicht so gut zu verstehen, aber egal. Wir werden mal nach ihrer Stimmung fragen und dann werden wir sie einmal um Rat bitten. Ich habe mir nämlich tatsächlich gedacht, da die Kinder allein daheim sind, gehe ich tatsächlich davon aus, dass hier heute eine Party stattfinden wird. Und ich glaube, sogar Daisy wird damit einverstanden sein. Ich meine, sie ist zwar grundsätzlich ein braver Sim, aber ich glaube, wenn die Eltern nicht daheim sind, dann kann nicht mal sie da widerstehen. Können wir jetzt noch eine Party veranstalten? Das ist die einzige wichtige Frage, die ich mir stelle. Sie veranstalten eine Saftparty, und zwar jetzt. Gastgeber sind die drei, natürlich nicht Emma, die ist im Urlaub. Und dann laden wir ein Stella, Max, Sarah, Christian, Janet, Annika, Navai, Amy. Oh, sie kennt jetzt leider gar nicht den Boy von Daisy. Aber ist gar nicht so schlimm. Dann kommt er halt nicht. Der hat einfach morgen in der Früh sehr früh Footballtraining und kann deshalb leider nicht. Und wir feiern hier. Und zwar jetzt um 22 Uhr. Ein ganzes Saftfass leer trinken. Kommen wir jetzt irgendwie ein Saftglas? Hier, das ist gar nicht so teuer. Ananas, Limettensaft, Passionsfrucht, Blaubeer, Himbeere, Drachen, Passionsfruchtsaft. Das passt schon. Das stellen wir jetzt ganz unauffällig einfach hier mitten ins Wohnzimmer. Das müssen wir dann natürlich entfernen, bevor Emma nach Hause kommt. Und dann werden wir das Saftfass anstechen. Ja, das macht natürlich Violet. Wer sonst? Und Ivy könnte in der Zwischenzeit etwas zu essen vorbereiten. Und zwar wird sie einen Obstsalat für alle machen. Und zwar eine Partygrüße. Violet, wieso kannst du das nicht anstechen? Oh, weil es jemand anders macht. Stella Brown. Oh no. Oh Gott. Sie hat alles kaputt gemacht. In der Zwischenzeit sprechen wir mal mit Sarah und werden ihr fürs Kommen danken. Und dann probieren wir jetzt nochmal das Saftwasser anzustechen. Wer sind diese ganzen Menschen? Ich habe so viele Leute eingeladen. Aber Daisy ist es eigentlich auch eine Freundin von dir da. Also du könntest schon mit Navai reden. Wir werden ihr jetzt mal fürs Kommen danken. Und dann werden wir Fotos mit ihr teilen. Und dann können wir eigentlich auch noch Musik einschalten. Immerhin gehört zu einer Party Musik. Und zwar werden wir Electronic einschalten. Übrigens, ja, ich weiß, es ist ein bisschen seltsam, dass die eine Party feiern, während ihre kleinen Geschwister schlafen möchten. Aber es sind Teenager. Emma hätte sie einfach nicht alleine lassen sollen. Was soll ich euch sagen? Es war keine gute Idee. Oh, wir haben hier wirklich Full House. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich so viele Leute eingeladen habe.
Perfekt, das Fass ist angestochen. Violet wird jetzt einen Fassstand machen mit Sarah Fang. Der Part ist leider noch gar nicht online, also ich weiß noch gar nicht, was ihr von Sarah haltet, aber ich finde sie so unglaublich cool. Oh no! Betsy möchte abhauen. Wir müssen uns kurz um unsere Kuh kümmern. Säuber mal den Viehstall, fütter mal Betsy und dann ruf sie herbei. Anscheinend haben wir irgendwie auf sie vergessen. Oh, was hat sie hier? Vom Sehen eines unattraktiven Sim. Alles klar, irgendjemanden findet sie unglaublich hässlich. Ivy, das ist nicht sonderlich nett von dir. Violet, trinkst du es endlich? Ich möchte das sehen. Oh mein Gott, es sieht so cool aus. Ja, wenn Emma wüsste, was ihre Tochter macht, während sie nicht da ist. Sie fühlt sich kokett, süße Schärfe, weil Passionssaftfrucht getrunken hat. Liebe liegt in der Luft, oder zumindest kommt es Violet so vor, nachdem sie gerade dieses betörende Getränk genossen hat. In meinem Element, weil sie auf einer Party abgefeiert hat. Und ein gemochter Sim ist in der Nähe. Aber sie steht doch noch immer auf Annika, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich finde Annika nicht so cool. Aber gut, dann kann sie eigentlich noch einen Fassstand machen. Und zwar, dann machen wir einen Fassstand mit Annika. Schauen wir, ob es genau gleich gut abläuft wie mit unserer Sarah. Auf ein neues. Violet macht erneut einen Fassstand. Oh mein Gott, Violet, was machst du? Aber da sie ja auf Annika steht und jetzt gerade so übermannt ist von ihren Gefühlen, werden wir mit ihr mal über vergangene Partys reden. Dann werden wir ihr ein Kompliment über ihr Aussehen machen. Und dann können wir eigentlich auch gleich richtig versuchen, mit ihr zu flirten. Ich habe keine Ahnung, ob sie darauf einsteigt, ob sie irgendwie daran interessiert ist. Aber Violet fühlt sich eben gerade kokett und schwärmt ja so für sie. Deshalb können wir das ja ruhig mal probieren. Und im Hintergrund rennt einfach Rose herum. Rose, es tut mir so leid. Deine Mama ist bald wieder da und wird sich um dich kümmern. Versprochen. Und? Oh, die beiden flirten. Dann werden wir gleich mal aufs Ganze gehen und weiter flirten. Wir werden einmal mit ihr knuddeln. Oh, Rose tanzt einfach. Rose ist einfach voll bei der Party dabei. Oh, und jetzt hat sie ihr eine Abfuhr erteilt. Das läuft nicht gut. Dann werden wir uns wohl doch lieber von Annika fernhalten und dann unterhalten wir uns weiter mit Sarah. Wir werden ihr mal fürs Kommen danken und dann werden wir einmal mit ihr tanzen. Sie ist eigentlich auch total süß. Diese Janet, also ich finde, sie hat ein wunderschönes Gesicht. Irgendwie sind alle traurig. Und mit wem flirtet sie jetzt? Ich habe keine Ahnung, mit wem der beiden sie flirtet. Aber wir müssen jemandem eine Geschichte erzählen. Deshalb werden wir ihr jetzt eine fesselnde Geschichte erzählen. Und dann müssen wir schauen, dass alle verspielt werden. Deshalb werden wir ihr jetzt einen Insider-Witz erzählen. Dann werden wir Sarah eine lustige Geschichte erzählen. Es passt übrigens gar nicht zu ihr, dass sie gerade Schlafkleidung anhat. Sie wird sich natürlich umziehen. Und zwar wird sie sich das anziehen. Das sieht süß aus und das passt. Warum bist du traurig, Rose? Amy dreht durch und Christian auch, weil sie sind keine kleinen Kinder gewöhnt. Violet fühlt sich noch immer absolut kokett. Sie wird jetzt einfach nochmal eine Geschichte erzählen. Wir müssen ja immerhin drei erzählen. Eine dramatische. Und dann wird sie noch eine fesselnde Geschichte erzählen. Irgendwie ist es seltsam, weil sie kann ihr auch gestehen, in sie verknallt zu sein. In wen ist sie denn jetzt verknallt? Und dann werden wir ihr nochmal fürs Kommen danken. Aber Violet fühlt sich wirklich total in ihrem Element. Also wortwörtlich hat sie die Stimmung in meinem Element wegen einer Party. Und das finde ich unglaublich cool. Ich wollte ja eigentlich noch Annika umstylen. Ich glaube, ich mache das schnell. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob sie eine große Rolle in diesem Let's Play spielen wird, ich style sie mal ganz schnell um.
und ich bin fertig. Wie gesagt, ich wollte mich nicht allzu lange mit ihr aufhalten. Übrigens, sie ist eine Hexe, habe ich auch erfahren. Das ist ihr Alltagsoutfit, das ihre Abendkleidung, ihre Sportkleidung, Nachtwäsche, Partyoutfit, Badebekleidung, heißes Wetteroutfit und kaltes Wetteroutfit. Ich muss sagen, ich bin vor allem mit der Frisur nicht hundertprozentig happy, aber ich habe einfach nichts gefunden, das auch irgendwie zu ihr passt. Und ich habe eben nur ein paar Kleinigkeiten geändert. Ebenso, dass sie zumindest ein bisschen besser zu Violet passt oder zumindest, dass sie Violets Typ ist. Also was ich zumindest glaube, was ihr Typ ist. Ich hoffe, dass sie euch auch gefällt. Aber wie gesagt, keine Ahnung, inwieweit sie noch eine Rolle in diesem Let's Play spielen wird. Weil irgendwie finde ich Sarah cooler und Sarah ist auch irgendwie netter zu ihr. Wie gesagt, schreibt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich habe da echt noch keine Ahnung, wie das weitergehen wird. Aber gut, die Party ist dann auch schon bald mal vorbei. Ja, zuerst war ich mir unsicher, aber jetzt finde ich, dass sie besser aussieht. Wow. Jetzt bekommen wir eine Benachrichtigung, dass Violet einen Attraktivitätsalarm auf Stella Braun hat. Stella war ihre Kindheitsfreundin und hier haben wir sie. Wow, okay. Violet möchte noch mehr Frauen kennenlernen und sich noch in mehr Frauen verlieben. Also okay. Dann unterhalte dich mal mit Stella. Vielleicht wird sie auch mit Stella zusammenkommen. Ich kann es noch überhaupt gar nicht sagen. Aber gut, die Party ist dann auch gleich vorbei. Wir danken jetzt Stella mal fürs Kommen. Und dann werden wir ihr mal unser Outfit zeigen. Hat Sarah gerade geflirtet? Aber nicht mit uns? Was passiert hier? Wir haben jetzt 4 Uhr früh und die Party ist gleich vorbei. Ansonsten hätte ich sie auch gleich mal beendet. Okay, sie ist vorbei. Jetzt ist das Charisma-Level von allen gestiegen und wir haben eine Belohnung bekommen. Oh, wir haben Geld bekommen. Das ist sehr, sehr gut, denn wir waren gerade echt pleite und das wäre Emma definitiv aufgefallen. Dann gehen jetzt alle nach Hause, glaube ich zumindest. Ich muss mich dringend um die Bedürfnisse meiner ganzen Sims kümmern, denn denen geht es allen wirklich nicht gut. Aber an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und an dieser Stelle sind wir dann auch schon am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!